Zurück in unserer Höhle. By the Forest, liebe Leute. Und ich bin nochmal zurückgelaufen. Wie in der vergangenen Folge waren wir hier stehen geblieben, ne, auf der anderen Seite. Und ich habe mir so gedacht, es kann ja kein anderer großer Weg sein hier. Bis dahin, wo die, dieser Bogen zu sein scheint. Und deswegen bin ich nochmal hier zurück. Und natürlich, den haben wir übersehen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute in der vergangenen Folge den Bogen schon gesehen haben. Und ich habe ihn nicht gesehen. Hier ist er. Unser moderner Bogen. Da nehmen wir jetzt natürlich noch die Pfeile mit. Und dann haben wir den auch. Das ist ja fantastisch. Was mir ein bisschen auf den Keks geht, ist hier... Ach, warte mal. Wir können uns hier mal ein Feuerchen machen. So. Ja, also, wir haben den modernen Bogen. Das bedeutet, Ziel erreicht. Dann würde ich fast vorschlagen, wir gehen zurück zu unserer Base. Zack. Noch nochmal Pfeile. Okay. Das brauchen wir alles nicht. Sehr schön. Ich will nicht wissen, wie viele Leute von euch wahrscheinlich unter die Folge schreiben. Guck mal, du hast den Bogen übersehen. Zurecht. Zurecht. Gut, dann würde ich vorschlagen, einmal den Weg zurück. Gibt es hier noch einen anderen Weg oder müssen wir den Weg wieder zurücknehmen, den wir da... Ja, ich glaube... Was liegt denn hier eigentlich? Eine Taschenlampe oder was? Wo kommt das Licht her? Es leuchtet aus dem Boden. Nee, oder ist es dieser Projektor hier? Und auch dieser, oder was auch immer das sein soll. Naja, wie dem auch sei. Gut, wir müssten mal benutzen. Ich glaube, wir brauchen nämlich ein bisschen Sauerstoff wieder. Und dann... Hui, ah ja, es ist wieder voll. Gottes Willen, jetzt ist es noch dunkler wie vorher, kann das sein? Jetzt siehst du ja gar nichts mehr hier. Also, machen wir uns zurück. Die moderne Axt haben wir. Wir haben jetzt auch einen Weg gefunden, um ins Sinkloch zu kommen. Da wollen wir ja dann erst in den nächsten paar Folgen dann hin. Vorher möchte ich natürlich noch ein bisschen bauen. Wir haben noch ein bisschen was vor. An der Stelle vielen lieben Dank fürs Einschalten in den vergangenen Folgen oder in der letzten Folge auch. Vielen lieben Dank für eure Däumchen, danke für euren Support. Ich hoffe, es passt so. Ich schneide die Videos momentan ein bisschen anders. Probiere mich da gerade ein bisschen aus und ich hoffe, dass das so genehm ist, gefällt, dass ich da in gewisse Passagen einfach ein bisschen schneller. Ich glaube, das kommt jedem entgegen. So. Was haben wir denn hier noch? Gibt's hier noch was? Wir müssen schon wieder... Und laut ist... Junge, ist hier laut. Hier sind Fische drin. Warum ist hier so laut? Alter. Genau, hier sind die Getränke drin. Die brauchen wir ja aktuell nicht. Geht's hier noch weiter? Hier geht's noch weiter. Guck mal. Leider haben wir genug. Wir laufen da mal lang. Hier geht's wieder hoch. Gut, was wir brauchen, ist ein Höhlenausgang. Das ist klar. Wir müssen uns erstmal wieder einen Snack gönnen. Trinken ist noch. Das legen wir mal ab. Sehr schön. Jetzt wird es hier auch wieder ein bisschen heller. Ich hoffe, ich denkt dran, das dann auch für euch ein bisschen aufzuhellen alles. Mach mal an, hier die Fackel. Guck mal, da gibt es Gemälde. Was ist denn da? She's not dead, she's sleeping. Okay, da haben wir wieder Farbe. Statistik, wie sieht es denn eigentlich aus? Tage überlebt 29, momentan Zustand gut. Aha. She's not dead, she's sleeping. Da hätten wir wieder Farbe. Haben wir denn in den Dingern hier drin? Mach mal kurz das Feuerchen an, dann kann ich nämlich... Da ist gar nichts drin.
Hier vermute ich auch nicht. Nee. Leere Kisten. Alles klar. Dann schauen wir mal weiter. 5 alte Pistolenmunition gesammelt. Ja, das ist die Geschichte, die wir brauchen hier. Kommen wir hier weiter? Scheint nicht so, ne? Eine Sackgasse. Sprengen kann ich hier auch nichts. Okay. Jetzt hat er sich natürlich wieder seine Tauchergeschichte angezogen. Ist klar. Hier ist auch nichts mehr? Nö. Dann würde ich sagen, wir suchen uns mal straight einen Weg nach draußen. Beziehungsweise geht es hier noch runter? Lass mal gucken. Bisschen drehende Bewegung hier. Wo kommen wir jetzt da raus? Hier gibt es auch noch Material. Stoff und leckere Getränke. Und lauter Medizin, die wir in unserem Spielstand nicht wirklich brauchen. Gut. Müsste dich immer so ein kleines bisschen drehen hier beim Buch. Sonst bleibst du hier schön an den Felsdingern hängen. So. Ich glaube, wir lassen den Anzug hier an, weil... Oh mein Gott, jetzt friert er wieder. So, wir machen es dir muckelig warm. Guck. Die Frage ist jetzt... Moment, von wo sind wir gekommen? Wir kamen von da. Dann müssen wir da vielleicht auch wieder hin zurück. Hapert schon wieder, da ist er wieder. Der Orientierungskalle. Ah, da ging. Ja, wir müssen hier weiter. Wir hätten auf der anderen Seite rausgemusst, ne? Oh, Alter. Okay, also hier müssen wir wieder irgendwie nach draußen. Ich würde vorschlagen, ich suche mal einen Weg nach draußen. Das könnte sich nämlich jetzt hier noch um Stunden handeln. Und ich möchte eigentlich heute in der Folge zu Hause noch ein bisschen was anzeichnen. Guck mal, auf meinem Weg nach draußen habe ich ihn hier gefunden. Sieht aus wie ein Tennislehrer. Aber er hat hier was. Zack, Schrittzähler gesammelt. Und was können wir hier noch? Okay, das sind Tennisbälle. Hat hier sonst noch was Interessantes? Noch ein Tennisball? Alter, was haben sie mit ihm gemacht hier? Guck mal. Das ist ja übel. Ha. So, ich bin immer noch auf dem Weg nach draußen. Ich würde sagen, den Rest suchen wir mal zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich kam. Noch so einer. Komm, ich befreie dich mal von deinen Tennisbällen. Alter, was ist denn mit dir passiert, Junge? Das ist nicht schön. Hier sind Klamotten drin. Bestimmt Tennisklamotten. Was haben wir hier noch drin? Ist da noch was drin? Nö. Junge, Junge, guck dir das mal an hier. Der ist echt... Arme Sau. So, da hätten wir noch Sprit. Guck mal, das haben wir alles liegen lassen. Beziehungsweise sind wir hier überhaupt lang gekommen? Nee, ich vermute nicht. Aber Koffer sind nie verkehrt. Wenn es der Stoff, der da drin ist, den kann man gebrauchen. Vielleicht eine Kleinigkeit zu essen, apropos Essen. Langsam gehen unsere Snacks ein bisschen zur Neige.
Wäre gar nicht verkehrt, wenn wir wieder welche finden würden. Okay, hier sind definitiv auch noch mehr. Ach, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Und was liegt hier? Ein Tennisschläger. Kann ich jetzt? Nee, kann ich nicht. Nein, den kann man wahrscheinlich als Waffe benutzen, ne? Alter, wie die denn da reingezwängt haben. Guck dir das mal an. Ich dachte eigentlich, man könnte jetzt hier vielleicht einen Tennisball schlagen, aber... Es waren wohl viele Tennislehrer hier. Vom Allerfeinsten. Lecker, lecker, lecker. Okay, dann hätten wir das auch gesehen. Haarspray haben wir noch. Junge. Die armen Schweine. Ja, ging's hier weiter? Was lange währt, wird endlich gut. Wir sind wieder raus aus der Höhle. Und ich hab gedacht, wir schaffen es gar nicht mehr. Alter. Das war ein Trip. Okay, jetzt aber nichts wie ab nach Hause. Und dass wir noch ein bisschen basteln können. Sweet Home, Leute, da wären wir wieder. Was ein Trip. Also wir waren doch jetzt garantiert nicht nur einen Tag und eine Nacht da in der Höhle. Das kam ja viel, viel länger vor. So, dann lasst mal schauen. Hier noch alles vorbereiten. Ein bisschen Wasser abkochen. Und dann geht's erstmal schlafen. Und dann zeichnen wir hier mal noch schön ein paar Sachen an. So, einmal ein bisschen Wasser. So. Jetzt können wir es sofort trinken. Essen tun wir morgen früh, aber ich würde sagen, wir speichern mal. Und gehen dann schlafen. Ah, einen wunderschönen guten Morgen. Feuerzeug stecken wir mal weg, endlich wieder Tageslicht. Wir gönnen uns ein Schlückchen Wasser aus dem Topf und auch wieder was Ordentliches zu schnabulieren. Ah, ganz fantastisch. So, und während wir jetzt hier drin mal so ein kleines bisschen noch anzeichnen, gucken wir mal, was unsere Häschen machen. Die sind immer noch da drin. Friedlich. Gut. Und ich habe ja gesehen, wir haben hier eine Kassette mit dem Nebenwirkung beschriftet. Kann auf einem Camcorder angesehen werden. Würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Kombinieren, kombinieren. Zack. Dann gucken wir uns das Video mal an. Okay, also es ist zu sehen. Wenn wir es richtig gesehen haben, ist Timmy, der irgendein Mittel verabreicht bekommen hat. Das nicht schön. Gut, dann würde ich aber sagen, dass wir jetzt draußen unseren Unterschlupf auch endlich mal abreißen können. Schauen wir uns mal an, was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall mal ein Bett. Das würde ich hier unten vielleicht hinzimmern. Kleines Bett. Ja, das kommt hier hinten schön ins Eck. So, hier vielleicht. Das sieht gut aus, können wir schon mal reinhauen, was wir haben. Dann haben wir hier unser kleines Bettchen. Haben wir nicht auch ein cooles Sofa? Ja, eine Couch. Eine Couch würde ich aber eher oben hinbauen. Vielleicht hier ins Eck. Zack. So, dann kommen natürlich ein Beistelltisch für eine Couch. Für die Couch wäre es gar nicht schlecht, oder? So, hier hin. Ein Tischchen. Was haben wir noch? Noch ein Stuhl. Eine Feuerstelle wäre natürlich unten ganz wichtig. Wo stellen wir die denn hin? Zumal, wo ist hier vorne und wo ist hinten? Das ist hinten, das ist vorne. Können wir hier unten gar nicht hinstellen, weil zu klein. Dann kommt die nach oben natürlich, neben die Couch am besten. Ja. Hier hin. Nein, das war jetzt falsch platziert. Die Feuerstelle stellen wir schön hier hin.
Ich sehe nicht, wo hier hinten und wo vorne ist. Doch, das hier ist vorne. Die stellen wir schön. Nee, nicht da reinklitschen. Oh, hier ist es schon halb drin. Ich würde sagen, so. Ja. Das sieht gut aus. Was haben wir noch an Dekokram? Möbel vielmehr. Eine Holzbank, ein Tisch wäre vielleicht ganz nice hier noch. Tischchen vielleicht gleich hier hin. Können wir unten dann auch noch einen Tisch hinstellen. Aber gerade sollte er stehen. So. Dann Stühle. Natürlich zu einem Tisch müssen Stühle. So, hier hin. Und falls mal Besuch kommt, natürlich auch hier hin. Könnten wir ja auch noch schöne Bank hinstellen. Ja, Holzbank. Aber auch wieder gerade, bitte. Nicht gerade. Das sehe ich doch so. Ich habe zwar kein super Augenmaß, aber das war nicht gerade. Hier, so ist gerade. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, kommen daneben noch ein paar Regale und Kram hin. Ach, guck mal. Ein Rehfellteppich. Kann ich hier nicht hinlegen? Sagst du? Ja, da muss der unten hin. Dekoration. Wandwaffenhalter. Kronleuchter aus Knochen. Der würde sich doch hier fantastisch machen. Boah, da brauchen wir 13 Knochen. Wo kriege ich denn 13 Knochen her? Ein Vogelhäuschen. Das könnten wir natürlich auch noch fantastisch hier hin anbringen. Ach ja, guck mal. Haben wir auch wieder genügend Federn. So, dann Stockrahmen, Hasenfalle, Blattfalle. Okay, die Fallen, die bauen wir natürlich dann auch auf, sobald außenrum mal alles steht. Unten vielleicht mal noch. Ich glaube, hier unten machen wir mal schön. Ah, hier lurkt es ein bisschen durch, aber naja. Dann würde ich sagen, machen wir hier unten noch ein paar. Hier. Großer Schrank. Genau, die Schränke passen doch hier fantastisch hin. Das scheint vorne zu sein hier. Okay, dann lasst mal. Achso, ich komme ja hier nicht. Das ist ja unsere Tricky-Tür. Ich komme hier nicht so einfach raus. Die habe ich natürlich geschickt gebaut. So. Halt echt doof, ne? Mit der Tür, das habe ich nicht gut gemacht. Aber es ließ sich nicht anders machen. Das ist echt. Ihr Bauen in the Forest ist ein bisschen tricky. Ich bin mal gespannt, wie Teil 2, ob das da genauso tricky ist. Also die Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, scheint das ein bisschen einfacher zu sein. Ja, fantastisch. Fantastisch, hatten wir hier nicht so kleine Tischchen. Warte mal. Lagerung. Da könnten wir hier noch kleiner Schrank. Sprengstofflager. Aber das macht sich doch in der Bude immer gut. Und das bauen wir mal noch. Ich auch schon wieder fast Holz holen. Schön Sprengstofflager. Was fehlt denn hier? Der fehlt Fell. Oh ja, dann können wir da unten noch so ein bisschen. So, was haben wir hier? Zack. Das läuft. Was brauche ich hier? Stöcke und Fell. Da brauchen wir zwei Baumstämme. Hier brauchen wir noch. Das würde mich allerdings interessieren. Den würde ich jetzt gerne noch fertig bauen. Zack. Okay, da fehlen noch ein paar. Aber wenn wir dann, wartet mal,
so eine Art Vertäfelung machen. Links und rechts Hasenkäfig. Garten müssen wir noch bauen. Einen Wassersammler hätte ich auch noch gerne. Trotz, dass wir hier direkt am... Ah, nee. Wo waren denn die Mauern? Hier. Kann ich hier? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte gerne hier vielleicht. Wird das gehen, was ich vorhab? Ja, so rechts und links, wisst ihr? Dann sieht es so ein bisschen aus, als wäre das eine Front. Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Weiß man nicht. Macht er nicht. Okay. Dann lassen wir vielleicht nur die Seite. Aber ansonsten... Ja, ich werde hier noch ein bisschen dekorieren. Natürlich. Und dann würde ich natürlich gerne in der nächsten Folge... eventuell hier mal anfangen, noch einen kleinen Garten hinzuzimmern. Ich habe hier übrigens schon mal angefangen, eine Steinmauer zu bauen. Und da möchte ich kurz ausprobieren, ob ich denn hier... Es geht. Es geht, ich kann hier nochmal... Gut, die hier nicht. Das ist doof. Aber ich kann hier tatsächlich nochmal eine Mauer oben drauf setzen. Dann würde ich mich da ein bisschen wohler fühlen. Und hier oben... Ja... Mal schauen, was wir hier noch hinbauen. Ob wir hier überhaupt... Hier oben könnte ich unseren Garten hinstellen. Das wäre die Überlegung. So, nehmen wir mit. Wir brauchen eh wieder was zu essen. Aber hier könnten wir unseren Garten hinsetzen. Das ist doch der Plan. Genau so machen wir das. Dann machen wir hier oben einen schönen Garten. Und hier hätte ich, pass mal auf, das zeichnen wir jetzt alles noch an. Kann ich hier, so als Verteidigungsstellung, okay, da müssen wir die andere. Da gab es doch Plattform, oder? Baumplattform. Ja, wenn ich die hier, guck mal, wenn ich die hier dran mache, zack. Und vielleicht hier noch eine dran machen. Ah, geht nicht. Da ging's eben. Hier. Wenn ich die Dinge... Ein Seil. Noch ein Seil. Und jeweils 7 Baumstämme. Dann bin ich gespannt, ob wir da vielleicht so eine kleine Hängebrücke rüberbauen könnten. Das wäre natürlich mega geil. Dann hätten wir das auch mal ausprobiert. Und dann würden wir vielleicht von hier noch eine Hängebrücke darüber. Und dann könnten wir von da oben direkt hier rüberlaufen. Das wäre cool. Das fände ich geil. Ja. Das wäre definitiv ein Plan. So, was brauchen wir denn hier noch für? Da brauchen wir einen Baumstamm. Wer kommt denn... Den holen wir uns fix. Der Baum ist auch wieder nachgewachsen. Baum fällt. So, ein Vogelnestchen. Wo hat man denn noch einen Baumstamm gebraucht? Hier, ne? Da brauchen wir noch. Das noch und die restlichen Steine hier noch rein. Ja komm, das machen wir jetzt noch zusammen fertig. Haben wir eine kleine Baurunde heute. Macht ja nichts. Eine brauchen wir noch. Zack, 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 zack. Sammel die alle mal ein. Wo ist denn jetzt das restliche Holz hin? Da liegt's rum. Und sagt nichts. So, dann bauen wir unseren Ofen noch fertig. Zack, ready. Sehr schön. Und
hier noch einer rein. Okay, und jetzt können wir ja hier unten auch gleich noch ein Feuerchen reinsetzen und dann können wir wenigstens in unserer Butze schlafen. Bitte, das geht. Wunderbar. Und den Rest vom Kram, ja, jetzt bräuchten wir halt den Wassersammler, ne? Jetzt gewittert es hier gerade so schön. Jetzt liegt hier auch wieder viel mehr Zeug rum. Als ich das letzte Mal hier rumgelatscht bin und habe verzweifelt Sachen gesucht, habe ich keine gefunden. Liegt hier jetzt, da liegt noch ein Stick. Da sind welche. Okay, aber mehr Holz haben wir jetzt hier nicht liegen. Das sollte auch passen. So. Ach ja, das wird doch wieder ganz nice. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und wenn wir hier noch... Warte mal. Da kann man doch noch... Da haben wir einen Waffenhalter. Der wird sich doch hier gut machen. Hier ins Eck. Nice, dann haben wir hier einen Waffenhalter stehen. Was braucht der hier? Der braucht zwei. Aber es gibt doch hier auch noch andere Sachen. Wartet mal. Könnten wir hier noch so ein Regal hinstellen? Nebendran? Oh ja, das könnten wir auch. Dann würde ich aber fast so eins in kleinen Schrank nehmen. Vielleicht sogar zwei nebeneinander. Ah, wohl, dafür spannen wir hier das Fenster. Das ist nix. Da können wir aber hier noch genügend hinstellen. Aber was ich eigentlich noch gucken wollte, da gab es doch noch hier Knochenkorb. Ein Rüstungsgestell. Das hätte ich mir gerne mal angeguckt. Das könnten wir doch hier hinstellen. Noch schön. Zack. Ein Pfeilkorb. Kann ich Körbe hier irgendwo draufstellen? Dafür müsste ich das halt wahrscheinlich erst fertig bauen, ne? Was gibt's noch? Knochenzähne ist schlecht zu bauen. Holzziel können wir draußen hinstellen. Diesen Beistelltisch, den müssen wir auch erstmal fertig bauen. Dann Schädellampe, Waffenwandhalter, Wandpflanztopf. Das ist vielleicht noch ganz geil für draußen. Och ja, guck mal hin. Könnten wir da einen hinsetzen und vielleicht nebendran noch einen? Ja, nee, das will ich schon hier unten hin haben. So auf einer Höhe. Schön. Da kommen die Vögelchen. Ach, es ist herrlich. Okay, Hasenfalle brauchen wir keine. Molotow-Stolperfalle. Wie sieht die denn aus? So, da könnten wir doch glatt hier unseren Eingang zubauen. Das wollte ich eigentlich so nicht. Weil hier ein Tor fehlt natürlich noch, ne? Ein Tor müssten wir hier schon noch reinbauen. Irgendwas in der Art. Naja gut, dann habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal genug zu tun, um Material ranzuholen. Damit wir hier dann in Ruhe bauen können. Das Coole ist aber, wir können jetzt das Trockengestell auch drin aufbauen. Und das werden wir auch tun. Pass auf, ess mal eins. Dann kannst du das noch einstecken. Und dann können wir das hier kaputt kloppen. Sehr schön. Und dann bauen wir drin unseren Trockengestell noch auf. Das machen wir natürlich. Guck mal. Ach nee, eben habe ich gedacht, das wären drei. War nur der Stein, optische Täuschung. Ich dachte, die haben sich vermehrt. So, das Feuer ist auch ready. Das können wir dann gleich mal direkt anmachen. Ein Träumchen. Sieht's nicht schön aus? Auch das wird richtig gemütlich. Wenn die Wände vielleicht noch zu werden, wird es auch nicht so ziehen, aber man kann nicht alles haben. Was wollte ich noch? Genau, ein Trockengestell, dass wir das jetzt nicht vergessen. Weil das brauchen wir dringlichst. Da bauen wir auch gleich zwei. Blocklager, Hasenkäfig, Trockengestell. Die kommen nach unten.
Wir schlafen natürlich direkt neben. Hält uns ein Stock. Ein Stock fehlt. Den Topf nehmen wir auch wieder mit. Da sind Stöcke. Dann hinten liegt auch noch einer, den nehmen wir auch noch mit. So, und die Sachen kloppen wir gleich hier rein. Bam. So. Und jetzt Trockengestell. Sehr schön. So, dann haben wir die Sachen hier und da können wir ja auch noch, guck mal, da können wir, wenn man da alles, Molotow-Cocktails können wir hier unten hinstellen. Schön, das können wir hier raufstellen. Medizin. Hier unsere Getränke. Ja, ist doch nice. Da werde ich natürlich noch ein paar hinbauen. Was brauchen wir denn hierfür noch? Da brauchen wir nur noch zweimal Hasenfell. Das holen wir uns fix. Dann ist unser Bett wenigstens fertig. Und dann können wir rüberspringen in die nächste Folge. Wenn ihr mögt. Ah, nee, das war falsch. Halt, stopp. Halt, stopp. Auch eins. Hasenfell habe ich gesagt, ne? Ist das wahr? Haben wir kein Hasenfell mehr? Das war aber ein hervorragender Treffer gerade. So. Schon mal noch einen Hasen hinhängen und hier zack, ist unser Bettchen fertig. Und um das Ganze ein bisschen gemütlicher zu machen, vielleicht noch ein Teppich hier hin, sofern Hasenfell, Rehfellteppich. Aber den kann man hier irgendwie nirgends. Das ist schade. Das klitscht hier nur. Wir würden jetzt gerne, oder hier, zack, ein Hirschfell. Dachte, ich kann das als Bettvorleger benutzen, aber anscheinend scheint es nicht zu funktionieren. Rehfell. Wir brauchen ein Rehfell. Ein Rehfell. Hier haben wir ein Rehfell. Beziehungsweise Hirschfell. So. Ja gut, jetzt liegt das halt noch auf dem Bett. Naja, soll uns nicht stören. So, also, dann sind wir doch ein gutes Stückchen weitergekommen. Ich werde die Sachen hier mal noch fertig bauen, ein bisschen, dass das hier auch ordentlich aussieht und vielleicht das ein oder andere noch ergänzen und dann ist unsere Hütte eigentlich auch schon schick eingerichtet. Es wird auch schon wieder dunkel, ein bisschen was ist noch zu tun, dann würde ich sagen, gehen wir noch das Steinschloss, die Steinschlosspistole sammeln und klappern da mal die einzelnen Spots ab, gucken mal, was wir uns noch an zusätzlichen Bauplänen noch sichern können. Ob ich den Kram dann baue, das sei mal dahingestellt, aber holen möchte ich sie wenigstens noch. Und dann wären wir eigentlich schon so weit, um ja, hier mal ins entsprechende Sinkhole zu gehen. Ich habe ja gesagt, dieses Let's Play wird nicht ganz so lange werden, sondern ich möchte eigentlich nur recht zügig die Story so ein bisschen durchgucken, will mir die Baumechanik ein bisschen angucken. Das habe ich getan und dann denke ich, können wir auch demnächst, wenn wir das, die anderen Sachen noch erledigt haben, dann hier mal ja, gucken, wie die Story hier um Timmy endet. Ich darf mich bedanken fürs Einschalten, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge Forest auch wieder dabei wärt. Denkt an die Bewertung, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen. Und dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.